Code ist eine private, neu gegründete Hochschule für digitale Produktentwicklung hier in Berlin und wir versuchen mit einem ganz neuen Lernkonzept in den Studiengängen im Bereich digitale Produktentwicklung Deutschland nach vorne zu bringen und den Menschen diese Themen viel näher zu bringen. Wir glauben, dass das deutsche Bildungssystem eigentlich Bildung auf den Kopf stellt, indem wir nämlich jahrelang immer als Schüler und auch als Studierende vor allem mit Wissen und mit Theorie konfrontiert werden, ohne konkret zu wissen, wie wir das dann wirklich anwenden können und wozu wir dieses Wissen benötigen. Und wir versuchen, das hier zu ändern. Project-based learning, das bedeutet, Studenten alle in Gruppe studieren, in Gruppe arbeiten, zu digital Produkt zu entwickeln und zu diesen digitalen Programmen oder Weltprobleme Lösungen zu finden. Durch den intensiven Austausch mit den Studenten wissen wir auch immer, wie ihr Projekt gerade läuft, was für Probleme sie vielleicht auch haben. Und daran können wir dann halt genau anknüpfen und dann halt passgenau etwas liefern. Das heißt, bei uns gibt es halt kein Lehrprogramm von der Stange, sondern wir gucken halt immer, wo steht der Student, die Studentin gerade und helfen dann halt passgenau mit einer Lösung. Wir haben ja einen sehr hohen Anteil an unternehmerisch interessierten Studierenden und ich sehe auch heute schon viele Projekte in dem Bereich. Andererseits werden unsere Studierenden letztendlich überall dort gebraucht, wo Digitalisierung um sich greift. Und das ist in meinen Augen heute überall. Das heißt, große etablierte Mittelständler oder Industrieunternehmen, also unsere Studierenden haben wirklich die Wahl.